Nach ihrem Treffen im Kanzleramt machen sich Merkel und Hollande auf den Weg ins Wirtschaftsministerium zur deutsch-französischen Digitalkonferenz. Wie lassen sich Menschen, Maschinen und industrielle Prozesse intelligent vernetzen? Wie kann die Politik die Unternehmen dabei auch grenzüberschreitend unterstützen? Deutschland und Frankreich wollen eine gesamteuropäische Initiative anstoßen, etwa um innovative Start-ups verstärkt zu fördern. Handarbeit ist wieder angesagt. Diese junge Berliner Firma bietet Internetvideos mit Anleitungen und verkauft das entsprechende Zubehör. Seit kurzem ist sie auch auf dem französischen Markt aktiv. Den bürokratischen Aufwand dafür empfand der Gründer als recht hoch. Man kommt schnell an eine Stelle, wenn man dann mit Fachanwälten oder Steuerberatern, die auch mit französischer Unternehmensbesteuerung sich auskennen, oder Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten muss. Und da entstehen dann schon sehr schnell hohe Kosten. Unterschiedliche Rechts- und Steuersysteme gelten als größte Hindernisse für die internationale Entwicklung von Start-ups. Experten fordern deshalb eine Harmonisierung in Europa. Wir müssen es über 28 Staaten hinweg schaffen, den Start-ups eine Rahmenbedingung zu geben, dass sie schnell wachsen können. Dafür brauchen wir den digitalen Binnenmarkt. Nur darüber haben wir eine Relevanz und Reichweite, um im weltweiten Online-Wettbewerb zu bestehen. Deutschland und Frankreich wollen den digitalen Wandel insgesamt beschleunigen, Kooperationen, neue Geschäftsmodelle und Wachstum ermöglichen, damit Europa im internationalen Vergleich besser wird. Wir müssen uns, finde ich, ambitioniertere Ziele setzen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Ich finde, unter der weltbesten digitalen Infrastruktur Anfang der 2000er Jahre darf es Europa nicht machen. Ehrgeizig ist auch das Berliner Start-up. Wenn es gut läuft, könnte es das Frankreich-Geschäft noch weiter ausbauen.